Moin, sonst YouTubes und herzlich willkommen zurück zu The Rise of the Tomb Raider. Na, nur Rise of the Tomb Raider. Ich sag mal einen The davor. Hört sich irgendwie schöner an. Wir können jetzt jagen gehen. Aha. Damit kann ich die Waffe auswählen? Kann ich denn. Ah, okay. Ja, T kann ich jetzt drücken, um irgendwas anderes auszuwählen. Ah, okay. Ich kann mir momentan keine Munition herstellen. Ich kann welche verschießen, auf jeden Fall. Will ich. Okay, so schieße ich nicht. Perfekt. Ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen jagen gehen, damit ich was zu essen habe. Das kann ich, glaube ich. Jo, gib mir ein bisschen Holz. Dankeschön. Hartholz. Eigentlich kann ich die Waffen verbessern und so. Das ist praktisch. Da hinten steht auch noch irgendwas. Das ist irgendwie so eine Höhle oder sowas, ne? Okay. Das bekomme ich noch nicht runter. Okay, fehlende Ausrüstung haben wir noch nicht. Hier, jetzt haben wir was. Was ist denn hier in dieser Tasche drin? Mal schauen. Karte aktuell. Ah, nice. Da müssen wir auf jeden Fall hin, aber wir gucken jetzt erstmal, was wir noch machen können. Wo wir da hingehen. Und Reh. Reh, bleib hier. Verdammt. Komm, wenn das Reh nicht snacken. Ein Vogelnest. Dankeschön für die. Da war ein Hühnchen. Oder sowas. Hier ist wieder ein bisschen Hartholz. Knack, knack. Oh, Karnickel. Hühnchen. Shit, 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 die sind alle. Oh. Nicht weglaufen. Oh mein Gott, ich verschieß einfach alles. Das war so schlecht. Das hat mich noch nicht gesehen. Was? Ich hab das so voll im Kopf getroffen. Gibt's doch nicht. Das Vieh voll im Kopf getroffen, aber es ist nicht gestorben. Und wieder voll im Kopf getroffen. Gibt's doch nicht. Jawohl, es ist gestorben. Jawohl, auch gestorben. Jawohl. Was passiert hier? Okay. Shit. Oh Scheiße. Was war denn das? Ich will mehr Zeug sammeln. Jawohl, ich hab das Kleinvieh. Nice one. Daneben, Schitte. Brauch halt mehr Munition für den Pfeil und Bogen. Naja, schade, kommen wir nicht hin. Egal, wir nehmen noch mal hier was von mit. Hartholz. Das bringt uns, glaube ich, noch nichts. Hier können wir hochklettern, okay. Okay, okay. Ist hier oben irgendwas Besonderes? Ich glaube, ich vermute nämlich einfach mal nicht. Ich wollte einfach nur hochklettern, weil es cool war. Ich kann überall hochklettern und so. Da ist irgendwie eine Höhle, da würde ich ganz gerne mal rein. Ist auf jeden Fall eine Kiste, die öffnen wir auch mal. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Nice. Eine Krone gefunden. Ich will mal in die Höhle da. Oh shit. Was gibt's denn hier? Gibt's hier irgendwas? Oh oh. Ist ein bisschen Angst hier in der Höhle. Was ist das denn? Ja geil, Eisen. Haha. Sind hier wirklich so kleine Farmer? Ah, das ist cool. Dass es richtig so Eisendinger gibt. Noch mehr Eisen. Hier liegt noch irgendwas. Eine Schriftrolle mal wieder. Nee, komm. Schriftrolle wollen wir uns nicht anhören, aber das Eisen nehmen wir doch gerne mit. Wieder raus hier, aus der Höhle.
Und damit können wir, glaube ich, unseren Bogen und sowas echt gut aufbessern. Hoffe ich einfach mal. Und ich will noch nicht dahin. Ich will erst noch, guck mal, da gibt es zum Beispiel noch ein Nest. Dass wir hiermit runterballern können. Jetzt können wir das hiermit durchsuchen. Ja, perfekt. Komm, gib mir die. Nee, oder? Jetzt kommen wir nicht ernsthaft nicht mehr dran, oder? Die aus dem von dem Baum weg. Geht nicht. Gibt es nicht, ey. Haltet die in die Taste gedrückt. Okay, neue Pfeile gemacht, perfekt. Ha! Aiming for the win. Ich komme wieder nicht dran, das gibt's doch nicht. Das ist blöd, das ist echt blöd. Wenn man so Sachen irgendwo hat, die man, wo man nicht hin kann, ist echt. Das ist echt blöd. Was ist das hier? Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Ich okay. Kann lesen, was sie bedeuten. Das ist nur ein Vogelnest. Da will ich ganz genau hin. Da ist auch noch irgendwas gewesen, oder? Mir hat nur so ausgesehen. Alles gut. Gab es anscheinend doch nichts. Schade. Nicht nur mehr Pfeile. Nee, nicht nur mehr Pfeile machen hier. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Okay, jetzt bräuchte ich noch mehr Bretter, um noch mehr Pfeile zu machen. Und guck mal, das. Warte, hier. Das ist gerade doch genau gesehen. Nee. Ich komm nicht zu dem Ding hin. Das ist blöd. Naja. Muss ich irgendwie da hoch? Komm doch sicherlich irgendwie da hoch. Ja, nice. So komme ich da hoch, perfekt. Hier. Ah, Karte, sehr schön. Oder sowas. War doch eine Karte, oder? Archivkarte. Und jetzt sehen wir auch genau, was es noch so alles gibt. Überlebensversteck, Dokument. Alte Schilder gibt es hier viel. Truhe, Dokument, alles Mögliche gibt es hier. Ja, die sammeln wir, glaube ich, zum Schluss. Das machen wir jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ja, komm. Immer da hoch. Wir kommen da gar nicht so hoch. Okay. Wir kommen da aber so hoch. Aha. Tiefschnee verlangsamt die Gehbewegung. Was sieht denn hier so rot? Ich keine Pistole mehr? Kacke. Jawohl, wieder ein Funkgerät gefunden. Oh, hallo, Mr. Bär. Ausweichen. Lauf, 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 lauf. Kann ich hier nicht erschießen? Ich glaube, ich habe verloren. Ich glaube, ich habe das verkackt. Lauf, 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 lauf. Alter. Wieso nehmen wir den entkommen? Ach, ich denke, da darf Tiefschnee muss ich, glaube ich, drüber springen. Ah, super. Habe ich schon direkt am Anfang verkackt. Hier über den Stamm laufen, genau. Ha! Ja, perfekt. Y-Nahkampf. Nimm dies. Hab ich ihn tot? Ach Mann, ich bin immer noch nicht tot. Und jetzt? Nimm dies. Ah, er hat mich runtergekickelt. Und unseren Haken hat er, glaube ich, auch, oder? Bitte nicht. Den brauchen wir noch. Jetzt gibt es so einen Flashback. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher.
Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Oh ja, oh ja. Einen Moment, Schätzchen. Ich wenn er wüsste... Nee, unseren Haken haben wir noch. Alles gut. Alles gut. Perfekt. Ich muss die Wunde verbinden. Sammeln Sie Ressourcen, um zu heilen, okay? Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Blätter? Jawohl. Gib sie mir. Ich brauche einen Verband. Oh, vor allen Dingen erstmal mehr Blätter. Gib die mir. Oder ist irgendeine Stadt oder sowas? Ein Industriegebiet fast schon. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Ist der Trinity da unten? Müsste reichen. Ah, um zu heilen, okay. Mehr mongolische. Was man immer machen muss, ist Optionen. Ist auf Audiosprache. Dialoglautstärke auf ganz hoch. Die noch, den noch zwei runter und den zwei hoch. So, besser. Man hört sie irgendwie fast nicht. Das habe ich gerade auch beim Rendern gemerkt. Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht so toll. Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Wieso kann ich den Bären nicht einfach töten? Guck mal, du hast Pfeile. Also hier kommen wir nicht mehr her. Ist schon mal klar. Ich werde zurücklaufen, oder wie? Auf jeden Fall geht es mir jetzt wieder gut. Das ist schon mal schön, dass es mir wieder gut geht. Wir sind doch hierher gekommen. Warum gibt's jetzt einen anderen? Gibt's keinen anderen Weg mehr? Hä? Okay. Egal. Hep. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Oh, nice. Giftpilz. Giftpfeile machen. Hammer cool. Komm, hoch da. Normal klettern kann ja jeder. Wir springen so ein bisschen. Springklettern ein wenig. Aha, aha, aha. Let's go. Shit, den Vogel hätte ich ganz gerne getötet. Oh. Jawohl. Komm, den Vogel kriege ich jetzt auch, weil... Eine Feder, wow. Hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe. Was leuchtet denn da oben so? Seht ihr das? Seht ihr doch auch, oder? Überlebensversteck. Vergrabe Überlebensversteck, erhalte einen Ausfall an Ressourcen. Okay. Dann war das, was ich gerade auch die ganze Zeit gesehen hatte, mal hier. Und hat irgendwas aufgeblinkt, ich dachte so, hey, was ist das denn? Wohin gehe ich jetzt gerade? Gehe ich wieder zum Bären? Ich glaube, wir müssen wieder zum Bären. Auf geht's zum Bären. Was machen wir jetzt hier? Ach, jetzt auf einmal müssen wir in diese Höhle, oder was? Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp. Ich war ja schon drin. Ins Camp müssen wir. Okay, alles gut. Auf geht's ins Camp. Wir hüpfen ins Camp. Yippie-yay. Oh, war ein bisschen tief der Sprung. Ich will mir auf jeden Fall genug Pfeile aufsparen. Oh, krieg ich einen Double-Kill? Krieg ich einen Double-Kill? Oh, schade, kein Double-Kill. Boah, ich hab da was erwischt, oder? Wollte schon sagen, was erwischt habe ich aber. Jawohl. Weiter geht's. Oh, ein Busch. Blätter. Blätter sind immer gut. Da war auch noch irgendwas. Was war denn hier noch? Ich höre doch auch. Lol, da gibt's Bretter an dem. Direkt an dem Baum dran. Aber hier, was ist das denn? Der Prophet und sein. Okay. Das sind nur so Bäume, die da noch so sind. Hier sind nochmal Blätter.
Da ist noch ein Vogelnest. Vielleicht kommen wir da auch so dran. Komm. So nicht von dieser Seite, aber... Auf diesen Stein kommen wir anscheinend nicht drauf, aber wir können das vielleicht da runterschießen. Zack, runtergeschossen. Jetzt gib mir das. Dankeschön. Wir haben 3 Federn wieder. So. Jetzt gehen wir ins Camp hier. Camp, ja. Nutze das Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. Mhm. Inventar. Munition. Ich kann jetzt auch nichts anderes machen, außer Giftpfeile herstellen. Doch, könnte Pfeile herstellen. Wir fehlen uns aber Materialien. Giftpfeile herstellen, jawohl. Voll, 2 von 2 Giftpfeile haben wir. Jetzt könnten wir noch anderen Ausrüstungsgegenstände herzaubern, aber machen wir erstmal nicht. Wir haben eine Fähigkeiten-Upgrade auch. Okay, nice. Einen Fähigkeitspunkt haben wir zum Verteilen. Das ist mega fett. Da haben wir nämlich schon eins haben wir ja schon gemacht. Schneller EP. Das wäre natürlich ganz gut für diese weiteren Punkte. Müssen wir mal gucken. Erhalten die Bonus-EP für Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Und das war... schnelle Heransteigung, Wurfobjekte... Was gab's denn da noch? Jäger. Tierische Instinkte. Tiere glühen bei Verwendung des Übersinnlichkeitstiere. Größere Tiere hinterlassen Abdrücke und Blutspuren. Ja, ja. Die Munitionsmenge, die sie an feindlichen Leichen finden. Ah, nice. Wird die Zielfinge. Erlangen sie die Chance, beim Plündern durch vom Bögen erledigten Feinden Pfeile zu be... Ah, das ist natürlich sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier noch? Einmal nochmal Kämpfer gucken. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Ausweichen. Okay, automatisch plündern. Nee, wir machen auf jeden Fall hier mal, dass wir, Plünderung durch Bogen, dass wir unsere Bogendinger wieder her... Pfeile wiederfinden. Das ist mega gut, das habe ich beim anderen auch immer gemacht. Waffen können wir noch upgraden. Bogen nicht anscheinend, aber die Kampfaxt können wir upgraden. Hier hinten mit so einem... Ein lederumwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen mit der Hand, wodurch weitgängige Ausführungen Nahkampfangriffssymbol möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde nieder... Oh, nice. Haben wollen, haben wollen. Einfach alles holen, was geht. Ja, dann haben wir alles. Aber dann sage ich auch an dieser Stelle wieder, danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Tomb Raider. Ciao, ciao.